Hallo ihr Lieben, hier sind Tom und Leandro. Wir sind heute im Kombimarkt in Jöllenbeck. Wir werden heute eine Einkaufschallenge machen. Jeder von uns hat eine Einkaufsliste, wo wir jetzt gleich die Produkte suchen müssen und mal gucken, wer zum Schluss dann der Gewinner ist. Ich zähle jetzt runter und dann geht's auch schon los. 3, 2, 1, los! Erstmal das, was man auf jeden Fall kennt. Da ist nicht so viel dabei. Ein bisschen blind gerade. Boah, Kartoffeln haben wir doch hier direkt, oder? Wie heißen die? Wollen wir denn die Goldmarie? Alter, jetzt gibt es ja auch noch 20 Kartoffeln. Das sind die richtigen. Goldmarie, Kartoffel. So, ein Kartoffelsack haben wir schon mal. Passierte Tomaten, Walnusskerne. Ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man den Markt gar nicht kennt. Dann guckt einer direkt ab. Walnusskerne Bio. Haben wir. Was soll das denn sein, ne? Boah. Bio-Tee. Tee ist hier, glaube ich. Das, da hinten ist er. Bio-Dinkellocken. Das muss es doch hier geben. Was haben wir hier alles so? Schon mal einmal gucken, was es hier so gibt. Ich glaube, ich bin hier ganz falsch. Kamillentee Bio haben wir. Dinkelflocken. Dinkel. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll, dass ich das habe. Das findet der niemals. Grünkohl, Alter, das muss ja eigentlich auch hier vorne sein. Ne, hier ist keine Milch. Scheiße. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wie Grünkohl aussieht. Jeden Tag, Camperbox. Ja. Dinkelflocken hier haben wir auch. Boah, das wird jetzt eine schwierige Suche. Bio-Kamille. Was ist denn Cornichons? Kenne ich gar nicht. Alter, bin ich doof oder was? Ah, da haben wir ihn doch. Könnten wir eigentlich so ein bisschen verstecken hier, damit der Leo das nicht findet, ne? Sauerkirschen. Ja, ein bisschen hier schwieriger. Also, das passt. Findet der nicht. Hier sind sie doch. Jawohl. Veganes Hack. Gibt es das hier? Muss ja eigentlich. Ne, ist eine Fleischtheke. Aha. Die haben wir auch. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier weiter zum Kühlregal. Jeden Tag passt. Ja, super, direkt gefunden. Ey. Hier ist auf jeden Fall Hafer Mandeldrink. Mandeldrink haben wir auch von Naturwert. Guck ziemlich mau aus bei dir. Ey. Ja, bei dir auch. Bin gleich so, fertig. Hammer, Hammer. Ich habe uns gehabt nicht. Veganes Hack ist bestimmt hier. Da bin ich Experte. Das war meine Frau an der Stelle. Haben wir. Das essen wir nämlich auch immer. Was ist denn Sauerkirschen? Da. Falsche Marke, ne? Ja, da sind sie doch. Stark. Wo könnten Hafergrütze sein? Gurken. Wie kommt der auf Gurken? Steht bei mir gar nicht drauf. Ja, wie kommst denn du auf Gurken, Alter? Bitte nicht. Boah, das hast du eine andere Liste, nicht, oder? Ja, bestimmt. Du brauchst hier nicht bei mir reingucken, hallo? Jeden Tag Knabberbox. Da bist du. Die letzte. Die ist jetzt ausverkauft. Hohe Stau. Hier ist zu. Ich muss hier aber durch. Geht nicht anders. Ich geh auch durch. Tut mir leid. Das müsste irgendwo da hinten sein. Aber ich sehe es, glaube ich. Ja, nochmal komplett zurück. Ah ja. Zack. So Leute, jetzt fehlt nur noch Grünkohl, Hafergrütze. Veganes Hackfleisch. Hier, ne. Nee. Hier haben wir Hafergrütze, Küstengold Hafergrütze. Jo, haben wir auch. Alter, veganes Hackfleisch, ey. Ja, das kann nicht sein, das muss ja hier sein. Wo hast denn du das Hackfleisch her eigentlich? Da, das von ganz vorne. Ah, okay. Da beim Kühlregal ganz vorne. Dann geh ich da mal gucken. Da ist doch Grünkohl. Aber es ist nicht von Küstengold. Das Hackfleisch ist nicht zu finden. Boah, veganes Mühlenhack. Dann nehmen wir das erstmal mit. Vielleicht gibt es einen halben Punkt. Kann ich heute Nacht nicht schlafen wegen veganem Hackfleisch. Hast du den Grünkohl gefunden, Leo? Ja. Hab ich. Glaube ich nicht. Hier waren wir heute schon dreimal. Frisch und grob gehackt. Das bitte. Nee, das ist nicht Küstengold, ey. Also ich sehe es hier nicht.
vielleicht bin ich auch blind. Ja, nehmen wir mal das andere mit. Das ist Grünkohl, ist Grünkohl. Alter, der Grünkohl ist hier. Ich fasse es nicht. Cornichons, was ist das denn? Sind das diese Dinger für einen Salat oder was? Ich gehe nochmal nach vorne. Das ist es, ey. Hatte der Leo doch die Gurken drin, ey. War doch richtig. Da sind wir eigentlich fast durch. Ich brauch den Mandeldrink. Mandeldrink. Naturwett. Mandeldrink. Küstengold Hafergrütze. Das ist noch was mir fehlt. Das ist so schlecht, Alter. Nimmst du auch einfach die falschen Marken, Junge. Nee, nehm ich nicht. Nimmst du nicht? Ja. Brauchen auf jeden Fall hier eine blaue Dose. Das ist Hafergrütze. Muss hier sein. Muss hier sein. Ich weiß ja nicht mal, was das ist, ne? Gehen wir einmal die Liste durch. So. Knabberbox haben wir. Bünding. Ach scheiße, ich hab den falschen Tee. Muss zurück. Ah, das ist ja das Grünkohl, was wir brauchen. Kann ich das andere wieder wegbringen? Zum Glück ist der hier vorne. Da verzweifelt einer am Tee. Den Bünding. Leo, so schwer ist nicht, den Tee zu finden. Ja, ich hatte den falschen. Haben mit dem ein paar Kopfschmerzen gemacht. Da ist er. Nee, ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall an der falschen Adresse. Bin fertig. Boah. So, wir suchen mal den Tom. Vielleicht braucht er ein bisschen Hilfe. Hey. Bist du schon fertig oder was? Was machst du mit deinem Einkaufswagen? Ob du noch Hilfe brauchst? Ich bin fertig. Bist du fertig? Ja. Was brauchst du noch? Na, guck mir mal. Was brauchst du noch? Ja, was ist ein Grütze? Was ist ein Hafergrütze, ja, komm, Alter? Komm mit. Hast du den Tee eigentlich gefunden? Ja, ich hatte den falschen. Hast du den aber dann gefunden? Ja. War ein bisschen versteckt, oder? Ja, war relativ schwer. Hatte ich aber schon voll, dann hab ich mir verheißt, Alter. Was fehlt dir noch? Nee, fehlt sonst nichts. Ja, wir haben die Challenge beendet. Leo war ein bisschen schneller, 4 Minuten. Und ich lese jetzt mal die Sachen vor. Wir fangen mit der 1 an. Zeig mal her deine kleinen Gürkchen da. Hast du? Die Gürkchen sind hier. Ja, gut. Hab ich auch. Von der Goldmarie, die Kartoffeln. Hast du die? Die sind hier unten. Okay. Ja, meine auch. Naturwert Bio-Walnusskerne. Ja. Haben wir auch, ne? Jeden Tag Sauerkirschen. Haben wir auch vorne beide gleich. Ne? Ja, steht hast hier. Du auch Sauerkirschen ne? Okay. Dann die Dinkellocken. Das weiß ich nicht. Oh. Die Dinkellocken weiß ich jetzt nicht. Bei dir. Oh, das waren. War wohl, da hast du den war wohl, vergriffen. War wohl ein F zu viel. Also, ich habe hier die Dinkelflocken. Der Traum, kannst du dir mal sagen, was du da hast. Also ich habe die Dinkelflocken. Und was hast du? Du hast die Haferflocken, glaube ich. Und ich habe die Dinkelflocken. Ach, den Mandeldrink. Von Naturwert. Genau. Habe ich. Ist auch Mandel. die Knabberbox. Die ist hier. Jeden Tag Knabberbox. Ja. Für mit dabei. Für jeden Tag einfach. Genau. Ne? Die Hafergrütze. Haben wir auch, oder? Hafergrütze habe ich dir eben geholfen, die zu finden. Das Grünkohl, grob gehackt. Hast du dich auch schwer mitgetan, ne? Ja, du auch, habe ich gesehen, da bist du rumgeirrt. Aber das war echt, also aber beide gut auf jeden versteckt Fall. Gewesen. Veganes Hack von Alnatura. Sind wir beide falsch? Beide falsch, ja. Beide von irgendwas anderem. Der Kamillentee, den hast du ja auch lange gesucht. Den habe ich lange gesucht, aber dann auch gefunden. Ja, ja. Den haben wir beide hier, ne? Genau. Und passierte Tomaten, hast du die auch noch? Ah ja, hier. Ja, jeden Tag passierte Tomaten. Haben wir auch. Gut, ja. Damit ist der Einkaufswagen voll. Ja, Leo hat verdientermaßen, muss man sagen, gewonnen. Zeitvorsprung gehabt. Die Produkte werden an die Tafel gespendet. Auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, hat Spaß gemacht. Ja, also Leo, Glückwunsch zum Sieg. Danke. Hat Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald.